Servus, grüß euch, ich bin der Robert von Travel One, unterstrich Oberländer. Hier im Sitzkasten, da habe ich ja meine Victron-Batterien verbaut. Und da werden wir jetzt noch zwei dazugeben. Und jetzt muss ich das dann nochmal die Halterungen umbauen, damit das dann auch alles gesichert ist. Der Christian ist gerade am Telefon. Wir überlegen gerade, wie wir das jetzt machen mit den Batterien, weil es kommen ja dann 5 da statt 3. Warum, erklären wir euch dann noch ganz genau, aber das macht dann der Fachmann. Christian, so, wir besprechen das gerade. Sag einmal Hallo zu unseren Zusehern, Christian. Hallo, liebe Zuseher. Gut, und zwar wird dann jetzt da gerade ausmessen, weil hinten kommen NH, wie heißen die nochmal die? NH-Trenner. NH-Trenner statt diese, was ich jetzt habe, weil die nicht so gut sind, sagst du. Ja. Also ich muss wissen, wie viel Platz jetzt wir da hinten brauchen. Ich habe jetzt, warte, ich sag's dir, jetzt habe ich 5,5 cm. Das ist zu wenig, nehme ich an, ne? Es ist zu wenig. Okay. Deswegen müssen die Leitungslängen unterbringen da hinten, dass sie alle gleich sind. Ja, ja, okay. Das machen wir alles neu. Und die Trainer tragen 6 cm auf und geschlossenen Zustand. Jetzt ist ja die Frage natürlich, wie viel Platz wir nach oben hin haben von den Batterien, wo die da Deckel. Ja, kann ich da auch sagen, Moment. Da habe ich jetzt 13,5. Ich baue das sowieso aus und komplett um. Mhm. Und bereite das halt dann vor, wenn ich dann zu dir komme. Okay, gut, dann mache ich das so. Ja, und du sagst, zwischen die Batterien soll man auch Platz lassen, das wusste ich gar nicht. Habe ich auch noch nie gesehen irgendwo. Ja, macht keiner, weiß ich. Ja, aber wenn es richtig ist, dann machen wir das, klar, weil ich würde die Batterien lange haben, weil auf das denken ja auch anscheinend viele nicht, oder vor allem die Firmen nicht, dass man die Batterien ja lange haben möchte und nicht nach 3 Jahren kaputt sein sollten oder die Leistung sich verschlechtert. Das Setup jetzt bei dir war es nur eine Frage der Zeit, bis das ja Geist abgibt. Und das wollen wir nicht, weil so Batterien kosten, wie man weiß was. Ja. Okay, gut, ja, dann werde ich das so umbauen. Jetzt haben wir das BMS abgehängt, das ist auch erledigt und da und jetzt werden wir das da mal rausnehmen und hoffen, dass das einfach geht. Schauen wir, ob das BMS da eh okay ist. Ja. So, und ich kann euch versichern, die Batterien, obwohl es Lithium sind, sind sehr schwer. Und jetzt schrauben wir diesen Batteriekasten heraus, den ich da gebaut habe. Gut, und jetzt müssen wir da auch so quer Hölzchen einbauen, weil ich will das ja wieder alles hinterlüftet haben. Das ist so wichtig. Müssen wir zuerst einmal da wieder die Ebene herstellen. Ja. Ich schraube die mit 60er Torx-Schrauben an. Ich bin sehr froh, dass wir da als Untergrund eine Siebdruckplatte haben. Das hilft bei der Montage sehr. 7. Jetzt schneiden wir zuerst einmal, da muss absäumen. Mit der Tauchkreissäge von Festool kann man sehr sauber arbeiten. So. Und jetzt schneiden wir uns da noch. Wenn alles gut ist, dann ist es im Winkel. Yes. Also, wir werden die Batterien nicht nebeneinander stellen, weil der Christian mal gesagt hat, das sollen wir nicht machen. Das habe ich vorher nicht gewusst, ist mir auch nicht gesagt worden. Und wir werden jetzt überall so eine Siebdruckplatte, einen Streifen einbauen, dass auch diese auf der Seite hinterlüftet sind. Das ist auch wichtig, hat er gesagt. So kann man die Lebensdauer der Batterie verlängern. Und das wollen wir ja, weil die kosten ja was. Okay. Mach meinen Bleistiftstrich. Noch einen.
die sind aber auch ganz schön schwer. So, dann schauen wir, ob das locker genug ist. Ja, sehr gut. Ja, zu streng soll es ja auch nicht sein, das bringt ja auch nichts. Nächste. Und jetzt machen wir da noch zwei Streifen. Der muss aber nur bis daher gehen. So. Gut. So schaut das jetzt aus. Und jetzt werden wir da auch was machen. Weil wenn ich nur da diese Leisten habe und ich möchte das jetzt zusammenhängen, dann kann man das ja zusammendrücken oben. Das will ich auch nicht. Und jetzt habe ich die Idee, was ist, wenn ich da jetzt einfach nur eine Leiste oben drauf setze und solche Distanz nur einfach rein, ein Stück nur, dann kann nichts passieren. Und die Batterien sind komplett hinterlüftet. So werden wir das machen. So, jetzt richten wir das her für oben. Zeichnen wir das einmal an. Und ich habe das da auch gerundet überall, damit erstens einmal da, wenn in der Mitte dann die Ratsche, die was das dann niederhalten tut, die Batterien, nichts passieren kann. Und da natürlich, weil ja da Kabeln dann auch laufen. So. Gut, so schaut das aus. Und der Plan wäre, dass es so reingeht. So. Und dann das so unterteilt. Das einmal in die Mitte geben. Genau, und da ist ein Verschluss jetzt, eine Schnalle, und da kann man jetzt dann drüber führen, den Gurt, super. So, und jetzt kommt diese Halterung da hinein. So, der Christian hat gesagt 13 cm, so noch weg von der Wand. Da mal wieder die Batterien da hinein. So. Oh, ist das ein Wahnsinn. So. So schaut das jetzt einmal aus, aber nur professorisch. Das Brett liegt jetzt nur drauf, weil die Kabel, die sind zu kurz jetzt. Das muss ich auch machen, machen wir alles neu und stärker, noch stärkere Kabeln. Und so schaut das dann aus. Links und rechts kommt ja noch eine Batterie. Und die wird dann mit einem Zurgurt, werden die dann komplett festgeschnallt. Und die können nicht mehr aus. Nach hinten nicht, nach vorne nicht, gar nichts mehr. Kann ich was versuchen von einer Empfehlung? Ja, Barbara, probierst du. Was hast du? Probiert's die Barbara. Na, du musst mir das erklären. Da eine und wo da hin? Unten und gleich wieder rausziehen. Dass es halt eingehängt ist. Ja, es ist nicht einfach. Aber vor Einfädeln, das wäre schwierig gewesen. Das machen wir dann nie wieder. Ich darf da nicht rauskommen. Auch. Die Batterie. Ich sehe nur deinen Kopf. Ja. Sie ist drin. So, fürs BMS dann. So,
Und wo stehen da? So. Gut. Nächstes Projekt. Wir bauen oder optimieren unsere Elektrikanlage um. Und zwar haben wir die gemischt mit Victron und Votronic, und das ist nicht so geschickt. Es funktioniert aber nur halb. Also das kommuniziert nicht ganz richtig, so wie es soll. Und deswegen werden wir da jetzt umbauen. Das Einzige, was Votronic bleibt, wird der Ladebooster sein. Und da kommt aber noch ein zweiter dazu. Das baue ich jetzt auch alles nochmal um. Das muss man jetzt anschauen, wie wir das am besten machen. Das wird im Großen und Ganzen so bleiben. Aber da oben, da muss ich jetzt aufstehen. Ich nehme das Licht mit, dass man da besser sieht. Da oben, das ganze Bedienpanel, werden wir jetzt auch umbauen. Das heißt, das Gerät kommt weg. Das kommt weg. Da kommt dann der Monitor von Victron dazu, und dann ist alles in einem zusammen. Die Batterien habt ihr schon gesehen, da habe ich jetzt dann auch 5 statt 3. Und ja, ich finde, da bin ich nicht ganz gut beraten worden von der Firma, wo ich das gekauft habe. Aber ich habe das Glück, ich habe jetzt den Christian gefunden, der hat sich auf diese Geräte spezialisiert, und der wird das dann mit uns gemeinsam machen und dann auch alles genau erklären. Ich werde alles fragen. Gut, so, jetzt habe ich einmal die 12 Volt Seite bei dem Ladebooster alles abgeschlossen, abisoliert, mal angeschrieben und zusammengehängt, damit ich dann weiß, was wo dazugehört. Und jetzt muss ich noch hergehen und die hintere Seite, wo die 24 Volt Seite dran hängt von den Starterbatterien, und da kommt man eben nicht so gescheit dazu, und das wird nachher dann auch viel besser sein, wenn man da von beiden Seiten, entweder von hier oder von hier, gut dazu kommt. Also Optimierungen haben auch manchmal einen Sinn. Leute, kauft euch ein Multitool, egal was für Marke, das ist so geil, das Gerät. Du kannst so viele Sachen machen, wo du normal nie hinkommst, niemals. Es ist super. Haben wir mal die Kabel alle so häufig schön verlegt, weil die so bleiben ja frei. Ich habe jetzt Leisten eingelegt, und da kommt jetzt noch dein Brett drüber, und dann ist das auch wieder alles hinterlüftet, und so schaut es dann auf der Seite aus, wo der Multiplus ist. So, und da ist das hier. Gut, fürs erste Mal fertig, so wird das jetzt sein. Da haben wir das alles schön hinterlüftet, da kann gar nichts passieren. Der Christian hat das schon freigegeben, so dass wir das machen können. Und das wird dann natürlich nachher alles noch festgeschraubt und dann die Kabel schön verlegt da, aber das machen wir erst nachher. Und zwar da kommt eine neue Blende drauf, da mache ich so eine Hartschaum-PVC-Platte, eine Blende, und natürlich muss ich jetzt wieder alle Geräte, die ich da habe, einschneiden. Dieses hier kommt ja neu, den Jupiter, den baue ich um, und dann habe ich auch dieses Victron Touch und einige Geräte machen wir dann auch von Victron noch, das machen wir dann beim Christian, wenn wir sind. Und da muss ich jetzt ein neues Loch schneiden, weil das passt dann mit dem nicht zusammen, und das machen wir jetzt gleich da drinnen. Gut, jetzt haben wir uns die Schablone gebaut, und jetzt da reißen wir diese richtige feste Platte an. Das ist so eine Alu-Verbundplatte. Und das mache ich mit so einem weißen Lackstift. Gut, jetzt muss ich das da rausschneiden. Das brauchen wir dann noch wegen den Schraublöchern. Gut. So.
da wo ein schwarzer Strich ist, da muss ich was ausnehmen. Da, ja? Ja. Jetzt ist mir leider die SD-Karte voll geworden. Jetzt habe ich das nicht filmen können, wie ich das zusammengebaut habe. Aber so schaut das jetzt aus. Und den Teil, wo der U-Port jetzt dran hängt, das muss ich jetzt dann noch umschließen. Das mache ich dabei daher und dann kann ich da den neuen Touchscreen von Victron einbauen. Gut, den Jupiter-Computer, den habe ich jetzt da ausgefädelt. Zum Glück ist das alles schön gegangen. Den lasse ich jetzt mal hier hängen. Das mache ich nachher dann anders noch. Ich muss dann noch diese Kabeln hier mit denen da zusammenhängen. Das ist von meinem Gastank. Da sehen Sie, dass ich weiß, wie viel da ungefähr drin ist. Und jetzt machen wir da den Rahmen rein, der kommt jetzt da drauf, für unseren neuen Touch, also Touch-Display. So. Gut, und jetzt bauen wir dieses Touch-Display ein. Zuerst habe ich geglaubt, ich muss da auch noch einen Strom und so herlegen, aber das dürfte alles da in diesem Kabel drinnen sein. Monitor kann man nichts mehr. Dürfte halten. Ja, fertig. Ja, schaut doch super aus. Alles schön aufgeräumt. Jetzt noch die Verkabelung für den Tanksensor. Der hängt bei uns unterm Auto und so kann ich immer schauen, wie voll wir noch sind oder wie leer. So, jetzt schauen wir, ob das noch funktioniert. Ja, sehr gut. Alles passt. Sehr gut. Und wenn der Christian dann fertig ist, ich helfe ihm natürlich, ist ja ganz klar. Und ich werde ihm vieles fragen, damit es da auch mitkriegt, um was da geht. Weil für mich war das am Anfang Materie, wo ich dachte, soll ich mir das überhaupt zutrauen? Aber es hat super funktioniert. Ich werde dem Christian über die Schulter schauen, wenn es notwendig ist. Ich hoffe, dann helfe ich ihm natürlich gerne. Ich würde da selber alles verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt geht es weiter zum Christian. Bleibt dran. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es in die Kommentare.